Shalom Aleichem, Erev Tov, guten Abend. Das freut mich sehr, euch heute so zahlreich Quantität und Qualität zu lernen, eine Shiur über die Geheimnis von Shabbos Kerzen. Was gehen wir heute machen? Wir gehen heute lernen, kurz und bunt, keine lange Shiur. Warum Shabbos Kerzen? Wie viele Kerzen, wer soll zünden, wo soll man zünden und was sagt dazu Hasidut und Kabbalah? Wenn ich dazu ein Mann oder eine Frau oder beides heute überzeugt, jeden Freitag ab heute zu zünden, denn die Belohnung ist schon alles wert. Okay, verstanden? Stell mir aber nicht Fragen danach, und was ist mit mir? Und ich soll auch. Und jeden Freitag, ja, jeden Freitag, du auch, jeder. Verstanden? Schluss, Punkt. Nicht jetzt mir mit die Finger unter dem Axt, ich auch. Jeder auch, klar, kipp und klar, alles ist klar. Verstanden? Schabbeskerzen hat man gezündet noch vor die Tora. Schon Sarah und Rivka haben gezündet vor 4000 Jahren Kerzen, weil sie haben verstanden, wenn man will mit Hashem sich verbunden mit den Schome, muss man eine Kerze zünden. Verstanden, was habe ich gemeint jetzt? Okay. Dann beginnen wir. Yitzhak ist 40 Jahre alt. 40 Jahre ist schon Zeit zu heiraten. Endlich hat er eine gute Frau, die Rivka. Da brachte sie Yitzhak ins Zelt als seine Mutter Sarah. Er heiratete Rivka, sie wurde ihm zur Frau und er liebte sie. Stell mal vor, zuerst heiraten und dann Liebe. Passiert selten. Meistens ist Liebe und dann heiraten. Hier ist andersrum. Er heiratete sie und dann liebte er sie. Sehr schön. Sie wurde ihm zur Frau und er liebte sie. Und da erst tröstete sich Yitzhak um seine Mutter. Eine Frau, wenn sie ist gut und es ist ein Masel, eine von den besten Eigenschaften von einer Frau ist, der Mann zu trösten und eine gewisse Beistand oder Liebe oder Zuneigung wie eine Mama. Okay, verstanden? Das ist die normale Pasuk. Rashi ins Zelt als seine Mutter Sarah, er brachte sie ins Zelt und sie wurde seine Mutter Sarah gleich. Denn solange Sarah lebte, brennte ein Licht von Erev Shabbos bis Erev Shabbos. Vom jeden Freitag, dreiviertel Stunde vor die Sonnenuntergang bis nächste Shabbos, die Kerzen hat gebrannt und richte und ruhte Segen auf dem Teig, also der Teig ist wieder aufgegangen, weißt du, eine Frau, eine gute Frau, die sich nicht zu viel Fernsehen und Zeitungen liest, dann kocht und backt und macht das Schöne in Stub, so wie Mama und Papa zu Hause. Und es war eine Wolke, das Zelt geknüpft. Als sie starb, hörte sie auf. Als Rivka kam, kamen sie wieder. Es ist so bei den Menschen, solange die Mutter des Menschen lebt, schließt er sie ihr an, sich an. Und wenn sie gestorben ist, tröstet er sich mit seiner Frau. Ich werde nicht vergessen, einen Witz, um zu lockern dem Thema in Frankfurt. Es war einmal Shabbos. Und Chani hat gekocht eine wunderbare Cholent. Es waren dort ein paar Männer und ein paar Frauen. Es war so ein Ehepaar aus Russland. Und der Mann isst der Cholent, legt die Fingers und er sagt seiner Frau, ah, das erinnert mich an meine Mame und an meine Bobbe. Sagt die Frau, was bin ich? Luft, ich bin schon 40 Jahre mit dir und du bist noch mit der Mame und mit der Bobbe. Also, es gibt solche Erinnerungen,
dass auch wenn die Frau wird dir alles kochen, bleibst du immer bei dem Geruch und dem Geschmack. Ah, meine Mama, oh, meine Oma. Okay, weil das ist das erste Mal von der Sache. Wir werden so beginnen. Schabbes ist der Tag, wo Hashem schuf ihm mit den Gedanken, nicht mit Worten, mit Sinn. Die ganze Woche war mit Reden, mit Schöpferisch. Am Schabbes hat er Gedanken gemacht. Steht nicht geschrieben, war Ivra, der hat nicht geschafft, nicht war Yomer. Der hat nicht geschafft, dem siebten Tag. Der hat ihm die Gedanken gemacht. Die Woche braucht einen Sinn, ein Upgrade. Und dieses Feuer schenkt die Qualität, die Upgrade von weltlichen, kommerziellen Welt zum Sinn zu Hause durch die Frau. Wir werden später beenden mit dem Potenzial von Männer und Frau. Und auch ein Mann muss alleine zünden und auch eine Frau muss alleine zünden. Aber wenn die beiden sind zu Hause, sie zündet. Und wir werden bald verstehen, warum. Ich beginne mit Rabbi Yossi in die Gemara. Zwei Engel Gottes, zwei Dienerengels, begleiten jeden Mensch Freitagabend nach Hause. Und wenn sie finden einen Tisch mit weißer Tischdecke und ein neuer Bettzüge im Bett und Kerze brennt, sie sagen, toll, kol hakavod, yehi ratzon leShabbat acheret, möge Wille zum nächsten Schabbes. Okay? Also müssen drei Sachen zu Hause sein. Was? Tisch? Tisch, was ist Tisch? Essen. Challe absondern. Was ist Bett? Liebe. Mann, Frau, Kinder, Fort, Pflanzen und Kerze, die ne Schomme. Okay. Steht geschrieben in die Mishnah von Shabbat. Drei Sachen sind das Wichtigste für die Frauen. Die Nida, die Gesetze, wenn die Frau Blut hat, also Trennung, Nida, Challa, absondern vom Brot, und Kerzen zünden. Das sind die drei Mitzvot von den Damen, von den Frauen. Warum? Sagt der Talmud, Chava, Eva hat Adam verführt, vor die Zeit, dem Chet Etzada zu machen. Es war eine körperliche Fehler, die haben sie vor der Zeit gemacht. Und das hat gebracht Tod auf der Welt. Tod ist dem Blut von der Mensch gegossen. Die Tikkun ist ihre Tage, jeden Monat Erinnerung. Die zweite Tikkun ist Challa absondern, der Körper von der Mann ist getötet. Also Hashem hat geschafft Adam wie eine Challa, wie eine Teig, genommen Erde und Wasser und gemacht ein Brot. Sie nimmt ein Stückchen davon, um zu erinnern, ja, diese Arbeit, was er macht, leistet körperlich, nämlich absondern von seinem Körper. Und was ist Tod? Tod ist auch Seele weg. Also drei Sachen gibt es in den Körper. Blut, wenn er ist gestorben, Seele und Körper sind getrennt. Also wie viel insgesamt? Drei Sachen. Darum heißt ein Mensch Adam. Was ist Dam? Dam ist Blut. Okay? Also deshalb gibt es drei Mitzvot, wo die Frauen machen dem Tikkun. Bis jetzt verständlich, was ich sage, nicht warum ich es sage. Was habe ich gesagt nur? Nicht die Erklärung, warum. Erklärung und alles könnt ihr fragen später. Aber jetzt nur wörtlich, technisch, praktisch. Verstanden? Okay, dann gehen wir weiter. Rambam und Turve Shulchan Aruch, also die jüdischen Gesetze vor 1000 Jahren, schreiben, Schabbeskerzen ist nicht ein freiwillige Ehrenamt. Jeder ist verpflichtet. Wie viel? Minimum eine Kerze. Minimum. Auch Armer. Und wenn ein Mensch hat nicht genug Geld für Wein, für Kiddush, oder Kerze, was ist wichtiger? Kerze. Soll er machen Kiddush auf dem Brot? Soll er nehmen alte Brötchen von gestern? Zwei Brötchen, soll er machen Kiddush? Aber soll er haben mindestens eine Kerze? Wie viel brauchen wir heute? Minimum zwei für jeden verheiratet und für jeden Kind noch ein. Aber Minimum zwei für jeden Mensch, um zu zeigen, der Unterschied zwischen Wochentag, wo man zündet eine manchmal am Tisch, zum Schabbat soll sein zwei nebeneinander, soll man sehen zwei, eine für Gedenken dem Schabbat und einmal für Hüte dem Schabbat. Gut. Wo soll man die Kerzen von Schabbes zünden? Am besten dort, wo man isst. Am besten dort, wo man isst. Aber wenn man will essen im Balkon,
Wenn man will essen, was weiß ich, woanders, dann soll man es zünden an einen anderen Ort. Aber normalerweise in demselben Raum, wo man isst, am liebsten am Tisch zu zünden die Kerzen, weil in die alten Zeiten Kerzen haben auch gebracht Licht. Heute hat man die Lampe, die Chandelier, die Fluoreszenz. Stimmt, aber in die alten Zeiten, bei Nacht, wenn ein Mensch hat gegessen, die Kerze lacht, sie haben die einzige, die haben gelampet. Gut. Es ist sehr wichtig, dass auch die Mädelach so beginnen früh Kerzen zünden. Und soll man beim Kerzen zünden, betet man für die Kinder, für die Frau, für den Mann, jeder für die wichtigen Menschen für sich. Welche Kerzen soll man zünden? Heute von was man kauft, so Wachs. Aber wenn jemand kann sich leisten, von Olivenöl zu machen Schabbeskerzen, steht geschrieben, er wird haben, leuchtende Kinder. Gerade Chassidim, die kommen aus Russland, haben nicht so geachtet zu machen auf Olivenöl. Sie haben mehr gemacht mit Wachs. So normale weiße Kerzen, die sind alle koscher. Rabbi Yehuda Anossi, der Verfasser von der Mishnah, hat gesagt, seine zweite Frau, wenn ich bin tot, zünde bitte jeden Schabbes eine Kerze für mich. Aber nicht Kerze von Todeskerze, Ner Neshama, sondern Ner Chaim. Also ich will eine Freitagabendkerze. Ich will nicht jetzt einmal im Jahr, beim Jahrzeit oder beim Todestag eine Kerze über mich. Ich will jeden Freitag, sollst du über mich denken und sollst du für mich jeden Freitag Ner Chaim, lebendige Kerzen, zünden. Jeder eine, der zündet die Kerzen für Shabbat, macht eine Mitzwe. Und es steht geschrieben in Sprüchen, Ner Hashem Mitzvat Adam, die Seele von der Mensch ist wie eine Kerze, sie geht auch nach oben. Und wenn ein Mensch zündet die Kerzen am Freitag, ist wunderbar. Okay. Das ist die Einführung. Warum zündet man Kerzen? Warum? Unsere Weisen geben drei Gründe. Pass mal auf, gut, es gibt Prüfung danach. Ohne Noten. No Prüfung. Also es gibt drei Gründe. Der erste Grund heißt Oneg. Oneg Shabbat. Was ist Oneg? Oneg bedeutet Tanug, Genuss, Vergnügen, Lust. Also Oneg Shabbat. Von wo kommt es? Das kommt von dem Prophet Jeschaiau. Prophet Jeschaiau sagt in Kapitel 58, Pasuk 13, wenn du zurückkehrst um das Shabbat willen seines Fuß, dein Geschäft zu verrichten an meinen heiligen Tage und nennst dem Shabbat eine Lust, also Vekarata la Shabbat, Oneg, dem ewigen Heiligen gehört, und erst ihn, dass du nicht verrichtet deine Wege, nicht nachgehst deine Geschäfte und eitle Reden führst. Also diesen Pasuk, Vekarata la Shabbat, Oneg. Oneg ist ein Genuss, ist ein Lust. Womit hat man Lust? Lust hat man mit schönen Tischdecken, mit schönen Bettzügen, mit Spinat, mit Wein, mit gut schlafen, mit gutem Fisch, mit Joch, mit Suppe, mit schöner Portion Fleisch. Es gibt viele Leute und viele Tzadikim, sie haben die ganze Woche nicht gegessen Fleisch, aber am Schabbes vielleicht ein kleiner Bouillon mit einem Fliegele oder einem Knädele oder weißt du so, dezent. Schabbes, ein Stück Fleisch. Auch Rav Kook, der war vegetarisch, wegen Moschiach-Zeit. Am Schabbes hat er gegessen ein Stückle Lust essen. Okay? Es gehört dazu, ich kann mich nicht vorstellen, dass ein Mensch liegt am Sterben und man fragt ihn, was ist dein letzter Wunsch? Sagt er, ja, Salat und Zucchini. Schkoyach, nein. Ein Mensch will in seinem Leben etwas Magiare. Er will etwas genießen. Etwas, was bringt ihm Freude. Wenn jemand hat keine Freude beim Fisch, soll er essen Fleisch. Und wenn jemand hat keine Freude beim Fleisch, soll er essen gebratene Tofu, meinetwegen. Also, was willst du von meinem Leben? Jeder soll essen, was ihm schmeckt. Aber die Tora spricht
über die Mehrheit. Versteht ihr? Die Tora geht nicht jetzt um einzelne Portionen. 300 Leute fliegen, 5 sind vegetarisch. Gut, sollen sie gesund sein. Guten Appetit. Kein Problem. Aber es geht jetzt um den Oneg, um den Lust. Deshalb, Lust bedeutet Licht. Hölle bedeutet Dunkelheit. Und deshalb, jeden schmackhafte Sache, die es gibt, soll man behalten. Auf Schabes hast du einen guten Getränk, irgendeine Champagne. Jemand schenkt dir eine Champagne am Montag. Trink nicht die Champagne am Dienstag. Sag, diese Champagne lege ich jetzt schön in den Kühlschrank. Das ist für Schabes. Verstanden? Du gehst in die Marke, hast du gekauft einen schönen Fisch. Das ist für Schabes. Am Schabes, die Hölle ist zu. Und alle Leute, die in die Hölle kommen, raus. Und sie brauchen Licht. Und wir zünden die Kerze für alle Neshomes. Alle haben am Schabes Gan Eden. Die Gesicht ist anders von allen am Schabbat. Also der erste Grund von Schabes Kerzen, was haben wir gesagt? Oneg Schabbat. Okay? Oneg bedeutet Genuss, Lust. Von wo steht das? Prophet Jesaja, habe ich euch zitiert, den Pasuk. Und dem Ort, ihr könnt später gucken, Kapitel 58. Also es steht nicht geschrieben, Schabeskerzen direkt in die Tora, aber steht bei den Weisen, bei den Propheten. Gut. Zweite Erklärung, warum soll man zünden Schabeskerzen? Nicht wegen Oneg Shabbat, sondern wegen Kavod Shabbat. Was ist Kavod? Kavod bedeutet Ehre, Respekt, Anerkennung. So wie Hashem hat das jüdische Volk 40 Jahre jeden Tag mit einer Wolke und bei Nacht, womit hat er die Juden geführt? Mit einer Feuersäule, stimmt? Also es kommt Freitagabend, Hashem hat uns 40 Jahre begleitet mit einer Kerze jeden Freitagabend mit Doppelportion, ein bisschen Anerkennung, Hashem Shkoyach, erinnerst du, es waren schöne Zeiten, du hast uns eine Feuersäule gezeigt. Wir zeigen dir eine Feuersäule, ein Kleinschicke zurück, okay? Wo steht das geschrieben? Das steht geschrieben in Jesaja auch. Jesaja 3, 24. Ich lese euch den Pasuk 15. Alkein beurim kabduet Adonai. Darum in dem Telleren ehrt dem Ewigen. Urim, ich weiß nicht, was ist auf Deutsch Taleren oder Telleren, aber auf Hebräisch Urim bedeutet Licht, Kerzen, Feuer. Ich weiß nicht, was ist Taleren, aber guck in eure Bibel, was steht geschrieben. 24, Pasuk 15. Alken beurim, kabdu et Adonai, mit Licht sollt ihr Hashem ehren. Hashem, wenn man will, Hashem Kavod geben. Es gibt viele Wege, Hashem Kavod zu geben. Aufstehen, schön reden, respektieren. Und eine von den Wegen, ihm Kavod zu geben, wenn man will, seine Anwesenheit, ist, ihm Feuer zu zünden. Ganz einfach. Feuer macht Hashem Ehre. Ur heißt Feuer. Von wo kommt Avraham Avinu? Ur Kasdim. Okay? Ur ist Licht, so wie Or, so wie Licht. Nur in Aramäisch sagt man Urim, viel. Und deshalb, der zweite Grund, warum soll man Schabeskerzen zünden, sagt der Prophet Jesaja, Beurim kabdu Adonai. Und auch Avraham Avinu war bereit, ins Feuer zu kommen für Hashem. Also das heißt, mit Ehre, in die alten Zeiten, wenn man wollte eine Message vom Land zu Land, vom Berg zum Berg, ist man bei Nacht gegangen mit so einer Fackel und hat man sich gemacht, Urim, von Stadt zu Stadt, man kann so die ganze Welt, und so wie wir zünden Kerzen, geht's Hashem Kavod in die ganze Welt, Hayom Shabbat Ladonai, heute ist Shabbos für Hashem. Wir machen eine gewissen Signale in die ganze Energie von der Welt, dass heute ist der Tag, wo Hashem 6 Tage die Welt geschafft und am 7. hat er geruht. Verstanden? Also das ist eine gewissen Kavod. Dann haben wir schon zwei Gründe. Oneg Shabbat, das ist für uns, stimmt. Wir genießen, wir sehen das Essen, schmeckt, macht Freude. Habt ihr bemerkt, in einem Hochzeitssaal,
macht man viel Licht und Spiegel. Auch wenn das Essen nicht so schmeckt, mindestens guter Licht. Also Licht macht Freude. Also Licht, es ist schön. Und der zweite Grund ist Kavod, Kabdu Beurim Hashem. Die dritte Grund ist Shalom Bait. Frieden zu Hause. Eine von den Problemen, die Menschen haben, warum die sind streiten, es gibt so eine Sache, dass ein Mann und eine Frau manchmal streiten. So habe ich gelesen. In der antiken Zeit. So Männer und Frauen, wenn sie waren verheiratet, haben sie so manchmal gestritten. Gut, heute ist nicht relevant und nicht aktuell, aber damals in der Zeit von Talmud, Männer und Frauen haben sich ganz schön gestritten. Und sie haben gestritten lang. Wie lange kann man streiten? Sage ich euch ganz offen von Erfahrung. 6 Tage. Freitagabend musst du zum Tisch kommen und kannst du nicht mehr gucken in Handy. Face to face, WhatsApp, Shabbat Shalom. Also ganze Woche kannst du gucken in Internet. Kannst du gucken mit deinem Smartphone. Freitagabend musst du rausgehen von deinem Zimmer und gucken deine Frau ins Gesicht und sagen Shabbat Shalom. Entweder sie entschuldigt oder ich entschuldige. Und wenn niemand entschuldigt, sitzt man und man isst, aber ist man zusammen. Versteht ihr, was ich meine? Sagen unsere Weisen, Freitagabend ist die Zeit von Shalom Bait. Ist die Zeit von Frieden. Warum Menschen streiten? Weil man stolpert einer auf dem anderen oder man sieht nicht einer dem Vorteilen und dem Licht von dem anderen. 2 Kerzen zu zünden bedeutet, jeder soll sich beleuchten, die Persönlichkeit von dem anderen. Weißt ihr, ich sage euch etwas jetzt ganz offen und direkt, manchmal beginnt man jemanden zu schätzen, erst wenn er ist nicht mehr da. Okay? Also wenn es geht euch momentan Probleme in der Ehe, ich gebe euch einen guten Tipp. 2-3 Wochen separat, später geht das viel besser. Also manchmal braucht man auch Luft und da sieht man, es läuft wieder. Ich rede nicht jetzt, wenn eine ist gekritzt oder gekritzte. Mit gekritzter kann man nicht machen, kann man den Platte nicht mehr hören. Aber manchmal die Platte ist gut, nur die Kontakten sind falsch. Ich rede nicht jetzt an gekritzte Platte. Ich kann mich erinnern als Kind, manchmal waren so Platten, wo es war gekritzt, es war dieselbe Melodie, tick, tick, tick. Also es gibt Menschen, die sind gekritzt, die immer auf denselben Probleme stoßen. Aber normale Paare haben immer neue Themen. Wenn sie haben dieselbe Themen zu streiten, dann haben sie eine gekritzte Platte, tut mir leid. Aber wenn sie haben so neue Sachen, Schkoyer gehört zum Leben. Versteht ihr, was ich meine? Schkoyer. Nicht sie, die Zeit von Talmud. Also auf jeden Fall sagen unsere Weisen, Kerzen, Babait, ist wegen Shalom Bait, darum am Freitag. Was wünscht man einem dem anderen? Shabbat, Shalom. Was sage ich euch jeden Freitag, die gut zuhören? Gute Gespräche, sage ich euch immer. Gute Gespräche, gute Menschen, gutes Essen. Also was braucht man am Shabbos? Am Shabbos braucht man ein bisschen für die Neshome, ein bisschen für die Seele. Etwas, ein Sinn, die bringt Shalom dabei. Soll man nicht stolpern und man soll werden positiv. Positivität ist der Licht von Shabbos Kerzen. Zusammenfassen. Shabbos Kerzen zündet man 2. Zu sehen, das ist Shabbos. Eine für Gedenke dem Shabbat und einmal Hüte dem Shabbat. Am Ort, wo man ist. Kerzen soll brennen mindestens bis das Ende vom Essen. Sei nicht geizig und kauf diese ganz dünne Teelichter, die stehen so in dem Bürgersteig bei dem Angebot. Bitte, tu mir einen Gefallen. Es gibt so beim Angebot, bei diesen Geschäften in Deutschland, draußen solche günstige Kerze von Teelichter. Nee. No go. Das könnt ihr kaufen für Montag, Dienstag, jeden Tag. Für Shabbos kauft die teure, die dicke, die mal. Es gibt so kleine Teelichter, die brennen 5-6 Stunden. Und wenn ihr wollt, noch ein Tipp: legt die Kerzen komplett in Tiefkühler, sie brennen noch eine Stunde dazu. Jüdische Geizigkeit. Also, wenn man legt in Tiefkühler, die Kerzen, wenn man hat Platz, nicht alle haben Platz in Tiefkühler, aber die, die haben, hier, ich habe einmal gesagt, meine Frau, es war zum Schluss mehr Kerzen als Eis. Also muss man vorsichtig sein. Aber die haben Platz in der Tieftruhe, kann man Kerzen legen
und es macht eine gute Sache. Gut. Wer soll zünden? Jeder. Mädelach ab 3 Jahre und Männer ab 13 Jahre. Wenn der Mann ist alleine, er soll alleine zünden. Und wenn es ein Mann und eine Frau zu Hause, soll die Frau zünden. Und jetzt gehen wir zu der nächsten Stufe. Warum soll man zünden? Haben wir drei Gründe gegeben. Oneg Shabbat, Genuss, Vergnügen, Kavod Shabbat, Lashem, Ehre für Hashem und Shalom Bait. Frieden zwischen Seele und Körper, Mann und Frau, Eltern und Kinder. Und ich sage euch etwas jetzt. Es gibt viele Eltern und viele Paare. Dein Kind muss gehen am Freitagabend, kein Problem. Bleib ein bisschen zum Kiddisch, zum Kerzenzünden und geh weg. Verstanden was? Ich gebe euch einen Tipp, wirklich. Es muss sein Routine. Du kannst gehen Freitagabend. Aber es muss etwas vor Schabbat, es kann auch 2 Stunden vor Schabbat, Kerzen zünden, was zu essen zusammen, danach kannst du gehen, geh gesund unterricht. Wenn jemand muss gehen von der Wohnung, er ist irgendwo eingeladen Freitagabend, wenn er kommt nach Hause noch zurück und die Kerzen brennen noch, dann bleiben die Gründe von Shalom Bayit oder Ehre, aber nicht Genuss. Dann ist es okay. Wenn er aber geht und kommt nicht zurück oder kommt spät, wenn die Kerzen sind gelöscht, soll er beim Schabbes-Eingang sitzen, Minimum 18 Minuten und dann soll er rausgehen. Also wenn er schafft nicht beim Eingang oder beim Ausgang, soll er zünden Kerzen dort, wo er kommt. Verstanden die Halacha? Also es ist sehr, sehr wichtig, es dort zu zünden, wo man die Kerzen, was man hat. Weil es ist witzig, manchmal Leute zünden zu Hause Kerzen und gehen raus irgendwo eingeladen. Schkoja, für wen hast du gezünden? Wer braucht das? Wer hat davon etwas? Versteht ihr, was ich meine? Es ist gar nicht wert. Deshalb allgemein im Kerzen, manche Leute haben den Todestag von Mama, von Oma, von Opa. Stehen auf morgen früh, gehen zum, zünden eine Kerze, liebe Oma, Gan Eden, tschüss, ich gehe zum Arbeit. Die Oma lacht sich tot. Wenn du nicht mal 18 Minuten daneben etwas sitzt, lass den morgen, mach das Abend. Sag deiner Frau, sitz bitte bei deiner Schwiegermutter ein paar Minuten. Okay, sie wird sitzen. Vielleicht 18 Minuten bei der Kerze von der Schwiegermutter als live, glauben Sie mir. Also, es ist kein Problem. Versteht ihr, was ich meine? Also, soll man Kavod geben. Kavod bedeutet Urim. Und der dritte Grund war auch für Shalom Bait. Soll man eine für den anderen beten. Gut, dann gehen wir weiter. Die Isha, die Frau, heißt Malchut, Shchina. Männer, ich sage jetzt talmudischer Satz und dann erkläre ich das. Jetzt beginne ich die Chassidut und Kabbalah. Ein Mann bringt nach Hause Weizen. Was macht die Frau von dem Weizen? Sie macht von dem Weizen Brot. Der Mann bringt nach Hause Stoff, Leinen, Wolle. Was macht die Frau? Sweater, Socken. Also, hallo. Gut, heute gibt es nicht Weizen und Leinen, es gibt Geld, okay? Ist dieselbe Idee. Der Mann trägt die Verantwortung, Geld zu bringen. Ich habe noch nie gehört, dass eine Ehepaar haben sich geschieden und die Frau bezahlt der Mann jeden Monat Geld. Habe ich noch nie gehört, trotz aller politically korrekt Frauen, die sind so moische Größe. Ich habe noch nie gehört, beim Scheidung die Frau bezahlt der Mann jeden Monat. Ich suche noch diese Frau, vielleicht kommt noch. Aber es gibt noch nicht. In jedem Fall, der Talmud sagt, der Mann ist derjenige, der der Verantwortung und die Verpflichtung bei den meisten trägt. Was macht die Frau? Sie macht von dem Weizen Brot, sie macht von dem Leinen Hemd, sie macht von der Wolle Weste oder Socken. Was heißt das? Es gibt Männer, die sind sehr unspirituell, ungeistlich, die sind sehr als ich habe gelernt im Internat in Lud, es war ein Mann, der ist gekommen aus Georgien, Grusia, Tbilisi. Und er hat gekauft ein Auto von Deutschland vor 30 Jahren, schöne Auto. Volkswagen, Caravella, Transporter, etwas ganz, ganz teuer.
Der Mann war sein ganzes Leben im Auto. Es war vorne Puppen und alle Reifen waren nicht so wie meine Reifen. Jeden Reifen hat so Tassen und der Auto hat so... sein ganzes Leben war im Auto. Weißt du, wie hat der Auto gerochen? Besser wie bei mir zu Hause. Er konnte jemand umbringen, weil er bringte meinen Kritz in sein Auto. Umbringen. Also, es gibt Leute, die sind den ganzen Tag mit ihrem Auto. Wirklich, ohne Spaß. Sie reparieren dem Auto, sie investieren an dem Auto. Und es gibt Leute, die genießen von Auto. Genieß gesunder Reit. Versteh mich nicht falsch. Willst genießen vom Auto, genieß gesunder Reit. Es gibt Leute, ihr ganzes Leben ist dieses Auto. Versteht ihr, was ich meine? Also er ist schon seine gewissen Götzendienerei. Götzendienerei, er ist nur im Auto. Er spricht über dem Auto. Der freut sich über das Auto. Er kauft normalerweise fahren mit normalem Lenkrad. Der legt auf dem Lenkrad so eine Gummi mit noch so eine Chupchik. Und er macht, weißt du, er investiert und investiert und investiert auf alle Pichefkes Gadget. Versteht ihr, was ich meine? Der kauft, normale Menschen haben eine Gummi, der hat zwei Gummi. Und der hat bei den Seiten Gardinen und die Fenster sind dunkel. Also es gibt Leute, ihre Auto ist ihre ganzen, ja. Was braucht er? Er braucht eine Frau und Familie. Der Mensch, der lebt nur mit seinem Auto, wo ist sein Leben? Sein Leben sind mit sich. Sein Auto. Der Mensch muss rausgehen von sich und jemand anderes haben. Eine von den Ideen, warum muss man sich heiraten, ist, die Ego zu brechen. Partnerschaft und Kinder brechen ganz schön die Ego, glauben Sie mir. Du bist nicht mehr nur bei dir. Du trägst schon Risiken, Verantwortung für die Frau, für die Kinder. Du bist nicht mehr nur bei dir. Jetzt. Die Frau ist diejenige, die kann dir schicken. Die Frau ist ein Spiegel. Die Frau ist eine einstimmige Klaviertyp. Also wenn dein Klavier ist falsch, deine Frau wird dir einstimmen. Komm früher nach Hause. Du arbeitest zu schwer. Dieses Auto braucht man nicht. Jetzt, später, in ein halbes Jahr. Lass mich in Ruhe, ich komme, wenn ich will. Nein, du kommst nicht, wenn du willst. Ich sage, wenn du kommst, wir sind eingeladen. Weißt du, was ich meine? Also die Frau ist diejenige, sie schenkt dir zu Hause dem Licht, dem Sinn, die Neshome, die Geborgenheit, die Wärme, die Grund. Es gibt Menschen, es ist viel leichter zu sein ein Workaholic, als zu kommen nach Hause und zu tun die Pflichten von der Frau. Sehr, sehr schwer. Okay. Sagen unsere Weisen, ich lese euch vor jetzt, eine gute Frau beleuchtet die Augen von dem Mann und sie stellt ihn fest auf die Füße. Eine sehr gute, normale Frau, wenn der Mann geht raus von zu Hause, sie sagt ihm nicht, tschüss, ich werde dich vermissen. Was sagt sie, normale Frau? Tausch die Hosen bitte. Guck deine Schuhe bitte. Tausch dein Hemd bitte. Ja, normale Frau wird gleich Kritik finden, stimmt? Mit so einem Anzug gehst nicht, das passt nicht. Das ist blau und das ist schwarz. Oh mein Gott, wer guckt auf meinen Hosen jetzt? Nee. Ich sag dir, versteht ihr, was ich meine? Also die Frau ist diejenige, sie wird da machen, also geh duschen, liebe, du gehst nicht mit diesen Schuhen. Diese Schuhe kannst du schon spenden zum Rote Kreuz. Tut mir leid. Also, und geh nicht mit solchen Socken, wo man sieht die Firma. Nimm elegante Socken. Wer guckt mir auf die Socken? Doch, sie bringt dir, bei ihr ist wichtig, drei Sachen zu Hause. Bei ihr ist wichtig die Bettzüge. Bei ihr ist wichtig der Tisch mit Tischdecke. Gib doch zu, wie essen wir alleine und wie essen wir mit der Frau? Wenn wir essen alleine, ich weiß nicht, wie es bei euch, bei mir,
Ich nehme mir eine Papptelle, eine Pita, ich mache eine Schiur, ich lege ein bisschen Cottage, gelbe Käse, Tomaten, gucke dem Schiur, stupe rein, saure Gurke. Also ich mache nicht jetzt Tischdecke und Schein und Gabel und Messer. Also wenn ich konnte, ich hätte mein ganzes Leben gegessen mit Löffel. Aber was soll ich machen? Gibt's Regeln? Okay, kommt Freitagabend. Freitagabend ist der Zeit, wo macht man Stopp. Man braucht drei Sachen zu Hause. Die Bettzüge sollen gewaschen sein und seien sauber, um zu erfrischen die Verbindung. Und noch einmal sich wie zwei Challes zu verbinden. Man soll den Tisch noch einmal sauber machen mit einer weißen Tischdecke, um zu zeigen, dass es Schabes und die Manna, die kam von Himmel, war weiß. Und in dem Moment, wo man legt zwei Brot auf den Tisch, zwei Challes, oben ist bedeckt und unten ist bedeckt. So wie die Manna war bedeckt mit weiß. Am Schabes legt man nicht eine Bordeaux-Tischdecke, okay? Am Schabes nur weiß, aber es kann sein weiß in die ganze Ebene von weiß. Bis graue. Weißt du, was ich meine? Also von Schnee, Milch, Storch bis dunkle Schäferle, die schmutzig ist. Ich weiß nicht, wie soll ich beschreiben? Ich bin keine... ihr versteht aber, was ich meine, stimmt? Also von Wolle, von weiß extra... So wie dem Schnee frisch und so wie die Schnee nach ein paar Tagen. Okay, habe ich ein Beispiel. Also soll sein, aber ohne Flecken. Ohne Flecken. Eine Fleck auf dem weißen Tischdecke, runter. Am Freitagabend geht nicht, achte drauf, sehr, sehr gefährlich. Am Freitagabend soll nicht sein bei der Tischdecke, Flecken. Gut. Also die Frau heißt Schina Malchut. Sie bringt der Mann und die Familie zu einem Sinn, zu eine gute Sache. Was heißt das? Wenn ein Mann und eine Frau haben geheiratet, muss man 7 Tage jeden Abend essen, machen eine kleine Mahlzeit und jeden Tag einladen, neue Gesicht, neue Mensch, neue Face. Immer wenn man sieht neue Menschen, haben wir Freude. Seht ihr, wir haben heute beim Shiur paar Leute, neue Gesichten. Was macht das bei uns im Herzen? Freude. Neue Gesicht macht Freude. Wir sehen heute dem Stefan, was sage ich? Baruch Haba. Schön, freut mich. Eine neue Gesicht bei uns. Welcome. Freut uns, eure Gesichten, die hat man lange nicht gesehen. Wann braucht man neue Gesicht? Eddie auch, sorry. Also freut mich auch. Kommen noch ein paar neue Gesichten dazu. Aber weißt du, was ich meine? Leute, die hat man schon lange nicht gesehen. Jeden Tag die Woche braucht man neue Gesicht. Freitagabend braucht man nicht. Schabbes auch nicht. Warum? Sagt die Talmud, Schabbes hat jeden Mensch neue Gesicht bei sich. Die Gesicht von einem Mensch am Schabbes ist nicht derselben Face von Donnerstag. Das heißt, und um diese Face, diese Gesicht zu sehen, braucht man eine Kerze. Gib doch zu. Ihr versteht alles, was bedeutet Romantik. Ein Mann und eine Frau gehen zu einem Restaurant. Es ist so schön, es gibt eine Kerze auf dem Tisch und man guckt so einer auf dem anderen und man sieht diese gelbe Aura. Und die Flamme hat so verschiedene Farben. Schön, oder? Ja, aber nur Kerzen alleine hilft nicht. Man braucht alles. Die Kerzen sind dazu als eine Mitzwe. Gut. Jetzt möchte ich alles beantworten, was wir haben gefragt am Anfang. Wir haben gefragt, warum? 3 Antworten haben wir gegeben. Oneg Shabbat, Kavod Shabbat und Shalom Bayit. Wie viele Kerzen? Minimum 2 und für jeden Kind noch eine. Hast du 3 Kinder? Die Frau muss zünden, 5 Kerzen für sie, für ihren Mann und 3 für die Kinder. Und so geht das bei jedem Kind eine mehr. Wenn ist man eingeladen irgendwo,
soll man die Kerzen mitnehmen, sollst du nicht verlassen auf die Gäste, dass sie Kerzen haben zu Hause. Nie die Risiko nehmen. Man fährt irgendwo zum Schabbat, zum Hotel, du gehst irgendwo zum Hotel, fragst du dem Hotel vorher, darf ich dort am Freitagabend bei euch irgendwo Kerzen zünden? In Fortier, in Speisesaal, neben die Concierge. Wenn man kann nirgendwo Kerzen zünden, was soll man machen? Wechseln die Hotel. In jedem normalen Hotel bis heute, sie haben irgendeine Möglichkeit, irgendeine Tablette zu bringen. Und wenn sie haben keine Möglichkeit, dann bring du von zu Hause so eine zwei geschlossene Kerzen in Glas und mach das im Zimmer zwei in Sicherheit. Aber am liebsten im Hotel, ich werde nicht das Risiko nehmen, das im Zimmer zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Es wäre lieber, denen zu fragen, wo kann man die Kerzen zünden. In Speisesaal, in Warteraum, man findet immer einen Ort zu zünden. Nur wenn ein Mensch ist, Gott behüte, Gott bewahre, krank, er kann für jemanden beten, soll für ihn zünden die Kerzen, aber sonst ganzes Leben immer. Wer? Jeder. Wenn der Mann ist alleine zu Hause, wer soll zünden? Er. Wenn die Frau alleine ist zu Hause, wer soll sie zünden? Sie. Wenn die beide sind zu Hause, wer soll zünden? Die Frau. Okay? Wenn der Papa und die Tochter zu Hause, wer soll zünden? Opa. Beide. Okay? Also wenn deine Tochter ist zu Hause und du bist zu Hause, dann sie können sie, nur die Frau kann zünden für den Mann. Verstanden? Und für die ganze Familie. Aber der Sohn oder die Tochter können nur für sich. Wo soll man die Kerzen zünden? Dort, wo man isst. Am liebsten. Wie lang? Mindestens bis nach dem Essen. Also ich werde nicht erlauben, meine Kerze, die brennt wenig als 3,5 Stunden. Also wenn Schabbes ist um 6, bis man betet, 7.30 Uhr, 8, bis man isst, 9. Also es ist wirklich knapp. Jetzt kommt noch eine Sache. Die soll man auch achten. Es gibt verschiedene Leute. Es gibt Leute, die wollen schlafen zu Hause, wo alles ist dunkel, 100%. Es gibt Leute, sie brauchen ein bisschen Licht irgendwo. Ich zum Beispiel. Also ich brauche irgendwo, wenn ich schlafe, irgendwo soll sein, so 10 Meter nebenan, ein bisschen Licht. Ich kann nicht aufstehen in Mitternacht und beginnen mit den Händen suchen, wo bin ich. Am Schabbes steht geschrieben, auch diejenigen, die die ganze Woche brauchen komplett Dunkelheit, sollen in irgendeinem Zimmer in der Nähe ein bisschen Licht lassen. So steht geschrieben. Oder Kerze. Also man kann so kaufen, so eine Steckdose, so eine günstige, und irgendwo stecken. Nicht im Schlafzimmer, irgendwo im Korridor. Und das ist auch ein Gefühl von Schabbes. Versteht ihr, was ich meine? Warum sage ich das? Und ich sage jetzt etwas ganz offen und ganz direkt. Zu sparen Chilul Shabbat. Was heißt das? Sagen wir, jemand ist noch nicht komplett mit Schabbes halten. Er geht aber Schabbes in Mitternacht zum Toilette. Wenn es brennt die ganze Zeit dieses Licht, er muss nicht die ganze Zeit Licht aus und Licht ein, er hat schon eine Kerze, die immer brennt, versteht ihr? Er spart am Schabbat wenig mal die Licht an und aus. Ach, Schlomo, was spielt eine Rolle, ob ich habe gemacht 30 Mal oder 20 Mal? Spielt. 10 Mal hast du nicht gemacht. Hoho, 10 Mal hast du geachtet, du hast gesagt, heute ist Schabbes, die ganze Woche gehe ich rein, ich mache Licht ein, Licht aus. Versteht ihr, was ich meine? Schabbes, ich mache weniger. Es war eine Frau, die wohnt nicht weit von Frankfurt. Sie hat gesagt, ich fahre Schabbes mit dem Auto zum Synagoge, aber ohne Klimaanlage und ohne Radio. Also sie macht, weißt ihr was? Es ist nicht in Ordnung, aber es ist sehr schön. Also sie denkt über Hashem. Hashem ist bei ihr präsent. Versteht ihr, was ich meine? Das ist gut, das ist so, wie dein Kind kommt zu dir und er gibt Kavod und er setzt eine Kippa. Du weißt, die Kippa passt ihm wie ein Erbsensuppe zum Esel. Aber er trägt die Kippa und er freut sich und er gibt Kavod. Kavod soll man schätzen. Okay. Jetzt möchte ich drei Geschichten beenden. Es war in Israel eine Mädel, wo ihre Favorit am Leben war, Kerzen zünden. Wirklich. Sie hat schon von Kindheit an Kerzen gezündet und Freitag war sie hat nur geschwärmt von Schabbeskerzen.
Und zu ihrer Bat Mitzwa, sie wollte, soll alle soll schenken Kerzen oder Leuchter. Also sie war so, die ganze Bat Mitzwa Motto war so Schabbeskerzen. Auf dem Tisch war Kerzen, das Essen war so. Versteht ihr, alles in dem Modell von Kerzen. Kurz nach ihrem 12. Geburtstag, sie ist gestorben. Sie ist nicht aufgestanden. Und die Älteren waren entsetzt. So eine gute Mädele, so eine Tzadika, so eine gute Neshome. Und es war so ein Kabbalist, Mordechai Eliyahu. Und ich habe euch schon einmal gesagt, dass beim Wiedergeburt für verschiedene Leute ist eine gewisse Beruhigungsmittel. Er hat gesagt, eure Tochter ist eine Wiedergeburt von Königin Esther. Sie war jahrelang im Palast und sie wollte nicht zeigen, sie ist jüdisch. Und sie hat nicht Kerzen gezündet. Sie musste noch einmal kommen bei eurer Tochter und noch einmal die Kerzen zünden. Also, schäm dich nicht zu zünden Kerzen. Wir haben ein paar Freunde in Deutschland. Sie macht jeden Freitag mit ihren Schabbe-Kindern Kerzen zünden. Und sie hat überhaupt andere Konfession, andere Religion. Aber sie hat bei uns, sie hat gearbeitet in Frankfurt und sie war mit uns befreundet und sie hat gesehen, die Schabbeskerzen sind sehr gut. Ein paar Wochen hat sie aufgehört. Die Kinder sind gekommen und sie haben gesagt, Mama, wo sind die Schabbeskerzen? Versteht ihr, was ich meine? Die Kinder selbst zu Hause brauchen die Routine. Ja, wir zünden Schabbeskerzen. Ich habe bei mir hier in der Gemeinde Ayid, der kommt aus Kiew. Und er ist ein Ingenieur. Und ich habe ihn gefragt, ob er war immer schon religiös in Russland. Sagt er, nein, aber Schabbes habe ich gerne gemacht. Und am Schabbes wollte ich wirklich einen Tag die Woche nicht, er hat mir gegeben ein Beispiel, weißt du, was ist eine Eselmühle, der Esel dreht um die... Warum dreht der Esel? Warum dreht er? Warum dreht er? Von wo hat er Motivation zu drehen? Von wo? Weiß jemand? Von wo hat der Esel Motivation zu drehen? Also wenn ich mache diese Arbeit, nach einer Stunde habe ich keine Lust. Stimmt? Von wo hat der Esel Kraft, sowas zu machen? Mit Schlagen? Nein, funktioniert nicht. Ich schlage dir, du machst das auch nicht. Also... Der hat mir erzählt, dass man legt so eine Sumke, so eine Tasche mit vollem Essen, mit einem Stock, so einen Meter vor seine Nase und er will kommen zu den Blätterlach, zu dem Essen. Und so geht er die ganze Zeit und es wird immer weit von ihm. Weißt du, was ich meine? Und so rennt er, so rennen wir wie ein Esel die ganze Woche, weil immer die Parnasse ist vor unseren Augen. Am Schabbes muss man sich Stopp machen. Du kannst nicht auf einmal komplett Schabbes halten. Mach ein paar Stunden Schabbes. Mach zwei Stunden früher, am Morgen zwei Stunden später. Versteht ihr, was ich meine? Beginn mit Stunden. Beginn mit wenig Licht bei Nacht ein und aus. Beginn mit wenig WhatsApp und Elektrizität. Versuch dich am Wochenende ein Buch zu lesen, mit die Familie zu reden. Versuch etwas anders, als man macht die ganze Woche. Noch eine Geschichte. Und das hat mir meine Frau erzählt heute, die hat das gehört von der Tochter. Es war eine Frau, sie war nicht religiös, aber sie hat jeden Freitag Kerzen gezündet, jahrelang. Und hat man sie gefragt, wieso zündest du Kerzen? Sagt sie, meine Mama, seligen Andenken, hat nicht Kerzen gezündet. Sie hat jeden Freitagabend zwei große Streichhölzer gezündet, bis Ende. Weißt du, gibt es so Leute, sie haben lieb zu spielen mit dem Streichholz, bis die, weißt du, man nimmt ein großes Streichholz, es beginnt zu brennen und da geht man zu der anderen Seite, wo es ein bisschen kalt und dann geht das nach oben und es brennt. Weißt du, was ich meine? So ein schönes Spiel. Und die Mama hat das, als sie war in die Shoah in Deutschland, sie hat gearbeitet bei einer christlichen Familie in Rostock. Und weil sie wollte nicht vergessen, dass sie ist jüdisch. Und sie wollte nicht, soll man wissen, dass sie zündet Kerzen. Jeden Freitagabend
hat sie in Waschbecken dieses Spiel gemacht mit zwei Streichhölzern. Um nicht vergessen, weißt du, so, hast du nicht Zeit, Kerzen zu zünden? Mach zwei Streichhölzer. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr die Idee? Es geht um die Routine. Es geht um nichts vergessen. Du bist verbunden mit Hashem. Und letzte Geschichte, und damit schließen wir. Und wenn ihr seid ganz gut, vielleicht kriegt ihr noch eine, aber letzte. Der Lubavitcher Rebbe hat erzählt, 1976, dass eine Tochter kam nach Hause, so 6-7 Jahre alt, und sie wollte, soll die Eltern, sollen sie Kerzen zünden für Schabbes. Ja, aber wir sind nicht religiös. Trotzdem, gut, hat man gezündet Kerzen. Ah, es steht geschrieben, soll man die Kerzen Ehre geben. Die Zeit, wo die Kerzen brennen in dem Zimmer, ich sage das kipp und direkt, kein Fernsehen. Wenn es gibt Fernsehen, dann zündet die Kerzen in die Küche. Fernsehen für die Kerzen ist genauso wie ein Kind, der sitzt auf der Teppele neben die Kerzen. Weißt du, was ein Kind sitzt auf der Teppele? Also es gibt Eltern, der Kind macht jetzt Temper abschaffen und die Eltern legen die Teppele überall. Und es gibt so tolerante Eltern, sie bringen den Teppele in Wohnzimmer. Ich war einmal in so einer Familie, ich sagte, tut mir leid, oder er raus oder ich raus. Also nicht im Wohnzimmer jetzt der Kind mit der Teppele. Mit größer Respekt. Also sehr schön, dass der Kind macht sich Gewohnungszeit, aber es ist nicht der Ort, neben dem Kerzen zu sitzen auf dem Teppele. Oder sogar zu wechseln dem Pamper. Versteht ihr, was ich meine? Genau so ist auch nicht schön, die Fernsehen anzumachen. Wenn man hat Fernsehen an, soll man zünden die Kerzen in die Küche. Und die Eltern haben gezündet Kerzen, sie haben aufgehört, die Fernsehen. Und so langsam die ganze Familie ist gekommen zu Jiddischkeit und zum Tradition, das hat erzählt die Lubavitcher Rebbe. Ich danke dem Rudi und seiner Frau vor dem heutigen, so kurzfristigen Shiur. Ich war in einem lange Stau. Ich konnte sehr viel hören heute über dieses Thema. Und meine Zeit war nicht verschwunden. Es ist ein riesiger Stau überall. Und ich danke euch für das Zuhören. Und Rudi, du hast das erste Wort. Bitte schön. Mach die Audio. Oh. Ja. Hörst du mich? Jedes Wort. Ja, vielen Dank schon mal für die Schuhe. Ein Tipp, den du schon länger hergegeben hast, hat mir sehr, sehr geholfen. Fang mit ein paar Stunden Schabbat an. Das war für mich so ein Sprungbrett. Vielen Dank. Und das Zweite fand ich sehr interessant, habe ich so noch nicht gehört, mit der Feuerwolke, diese Feuersäule in der Wüste, dass so Erinnerungen zurückgeben an Hashem für den Schabbat. Also so wie dein Gedanke, so wie ich das verstanden habe, egal was du machst, das soll dir den Gedanken zu Gott bringen. Nicht nur das, ich will beenden jetzt mit dem letzten Geschichte, ich danke dir. Es gibt eine Geschichte, dass einmal die Tochter von Rabbi Hanina ben Dosa, anstatt zu legen Öl in die Kerze, hat sie gelegt Essig. Und er hat sich keine Sorgen, der hat gesagt, dem Essig soll brennen, soll sagen auch, dass der hat gesagt, das Öl soll brennen, der soll sagen auch, dass Essig soll brennen. Das heißt, am Leben sollen wir an Gott volles Vertrauen haben bei den guten Sachen oder bei den schlechten Sachen, bei den Ölsachen oder bei den Essigsachen. Glauben Sie mir, manchmal habe ich Sorgen, am Donnerstag, am Freitag kriegt man irgendeinen Brief, unangenehm, die wirklich Schmerzen hat. Und dann kommt Schabbes. Es ist wie eine Salbe und Ruhe und Fluchort. Und es gibt so bei dem Gesang von Arizal, er sagt, Shevisin u'shvikin, mesavin direchikin. Hashem soll uns alle Sorgen entfernen am Shabbat. Vom Gesund, vom Parnosse, vom Naches, vom Sorgen. Also es gibt Zeiten, wo der Mensch kann nicht diese Kapazität vom Sorgen ertragen. Glauben Sie mir, man wird Banane. Shabbos ist ein Tag, mindestens Freitagabend. Es ist Sonne runter, sitz zu Hause ein paar Stunden. Mach frische Luft, sitze auf dem Balkon, Füße hoch. Nimm dir ein Buch, nimm dir eine Zeitung.
sitz mit deiner Frau, mit deinen Kindern, red ein bisschen. Lass die ganzen weltlichen, sowieso haben wir gesehen jetzt, dass elektrische Sachen können sich auch bombardieren, also gefährlich alles schon. Wer weiß, wer Einfluss hat auf unsere Geräte. Die Welt ist mir schon überall. Ich habe schon Angst zu reden am Telefon, glauben Sie mir. Ich glaube, man nimmt alles auf, was man sagt. Es ist unglaublich, mein Papa soll gesund sein, der kommt aus Russland. Und er ist jetzt dort. Immer wenn ich frage ihn, wie geht's in Russland, alles was sie da schleimen, wie geht das dir? Der sagt kein Wort, als ob jemand die KGB ist am Telefon. Wirklich, ich höre von ihm kein Wort, was tut sich in Russland. Kein Wort. Er ist sicher, die hören alle seine Telefon. Schluss. Der hat mir gesagt, als er war eine Junge in Russland und man wollte mit jemandem Geheimnis reden. Beide waren nackt, ist man gegangen ins Meer, halbe Kilometer, und dort hat man gesprochen. Sonst nichts. Also willst du mit jemandem Geheimnisse? Halbe Kilometer im Meer, nackt. Dort gibt es kein Aufnahmegerät. Verstanden? Gut. Will jemand noch was sagen, fragen, bemerken? Ja, bitteschön, Sabine. Ich möchte gerne noch mal wissen, mit den Kindern, bezieht sich das auf die Kinder, die noch zu Hause sind mit den Kerzen? Oder wie ist das, wenn die... Ein Kind bleibt immer ein Kind. Ob er lebt, ob er ist verheiratet, ob er ist gestorben, spielt keine Rolle. Ein Kind bleibt immer ein Kind. Eine Mama zündet immer für ihre Kinder und ihre für sich immer eine Kerze. Ich hätte auch noch eine Frage. Sehr gerne. Also vielen Dank für die schöne Schiur, hat mir sehr gut gefallen, wirklich. Und wegen dem Kerzenzünden für die Toten, das wollte ich noch mal fragen. Also du zündest für deine Ehefrau oder für deinen Ehemann, oder du kannst auch für deine Mutter eine zünden, oder wie ist das gemeint? Okay. Normalerweise Kerzen von Schabbat sind für die Familie, für Genuss, Ehre und Frieden. Wenn jemand aber hat nicht am Schabbat Freude, weil seine Mama ist dort, und seine Simcha am Schabbat ist nicht vollkommen, dann soll er zünden beiseite immer jeden Freitag eine Kerze für sie. Nicht am Tisch. Am Tisch sind Kerzen von Freude. Aber wenn jemand fühlt sich, Trauenden heißt in Ivrit Avel. Avel ist eine Trauende. Und der Wort Trauende, Avel, kommt von dem Wort Aval. Aber wenn jemand hatte in seinem Leben Tod erlebt, er hat nie eine vollkommene Freude. Vollkommene Freude. Schabbes ist gut, aber also mein Papa war bei mir, aber wo ist die Mama? Meine Schwester war bei mir, aber wo ist die Mama? Es fehlt immer was. Wenn jemand will diese Vollkommenheit am Schabbat erfüllen, soll er zünden nebenan noch eine Schabbeskerze für die Verstorbene, beiseite. Aber jetzt pass mal auf. Wenn er das macht, eine gewisse Zeit, 3 Monate, 90 Tage, es beginnt so eine gewissen Neder zu sein, eine Gelübde. Und da kannst du mit den Teuten so ein bisschen, sie werden Freitag sagen, Schleumi, wo ist meine Kerze? Und man will nicht sich chappen und beginnen mit den Leuten im Himmel zu Diskrepanten. Deshalb, wenn jemand will solche Sachen sagen, machen, soll er sagen, ich mach das, wenn es mir dazu Lust und Gelingen, ohne Neider und ohne zu versprechen, das immer zu machen. Verstanden? Alle anderen muss man immer machen. Also Familie und Kinder ist eine Neider, ist eine Pflicht. Da gibt es, sagt Maimonides, da gibt es keine freie Wahl. Aber wenn jemand will für die Verstorbene eine Kerze, er kann das von Zeit zu Zeit, irgendwo beiseite, aber sagen von vornherein, ich mache das Blineder. Und jetzt kommt noch ein Gesetz, aber manche sind am Anfang vom Weg. Wenn jemand hat 3 Jahre geschafft, Kerzen zu zünden jeden Freitag, und nach 3 Jahren hat er einmal vergessen,
muss er sein ganzes Leben noch eine Kerze dazu zünden, jeden Freitagabend für Tikkun. Meine gottselige Mutter hat einmal Schabbeskerzen nicht gezündet, weil sie war beim Geburt von einer von meinen Geschwistern. Es war Freitag und sie hat nicht Kerzen gezündet. Ihr ganzes Leben danach hat sie noch eine Kerze dazu gezündet. Also wenn jemand hat sein ganzes Leben Kerzen gezündet und einmal vergessen, muss er jeden Freitag wieder eine Tikkun, noch eine Kerze. Aber das beginnt man erst, wenn einer 3 Jahre geschafft, ohne Unterbrechung. Versteht ihr, was ich meine? Da ist schon, 3 Jahre bist du schon der Bewohner im jüdischen Recht. Wenn jemand hat irgendwo gelebt 3 Jahre und niemand hat ihm was gesagt, die Wohnung gehört ihm. Wenn es gibt keinen Beweis für die, wenn du warst in der Nähe und nicht gesagt, das ist meine. Sagen wir, du hast jetzt ein Grundstück. Und kommt irgendein Nachbar und baut bei dir in die Ecke so eine Budke. Weißt du, so eine Hütte. Und du sagst ihm gar nicht 3 Jahre, nach 3 Jahren, normalerweise sagt man. Oder man kommt am Anfang, man sagt, hör mal zu, du kannst 1 Jahr gerne die Budke haben und danach Shabbat Shalom. Aber normalerweise 3 Jahre zeigt schon Chazoke, eine gewisse Besitzenheit. Ja, gerne. Also lieber nicht beginnen mit dieser... Wo ist dann diese extra Kerze? Am Tisch. Diese extra Kerze soll man zünden am Tisch, normal mit den anderen Kerzen auch. Weil es bringt noch mehr Licht. Ja. Das ist eine positive Strafe. Da sieht man, dass man kann auch was Gutes machen, positiv. Nicht jetzt etwas eine Strafe zu bezahlen oder so. Du bringst mehr Licht in dein Leben, weil ein Schabbes hast du vermasselt. Und nicht vergessen, beim kürzen Zünden bleiben so 2-3 Minuten. Beten für den Mann, beten für die Kinder, beten für die Verwandte. Und wenn ihr betet am Freitagabend für Lichtzünden, und ihr habt zum Schluss noch halbe Sekunde für mich. Dankeschön. Ich werde nur Toda sagen. Ich glaube an jedem Gebet. Also jeder, der betet, soll er wissen, es hilft. Die Gebete helfen. Die helfen. Wir sind sehr schwach in dieser Sache von Gebeten. Aber Gebete haben Kraft und Wirkung und sie helfen. Sonst hätte nicht die Lubavitcher Rebbe 1,5 Stunden am Tag gebetet. Er war genug intelligent. Immer wenn ich habe Zweifel in meinem Leben, gucke ich auf meinen Rebbe. Glaubst du auf Mashiach? Aber mein Rebbe hat geglaubt. Dann habe ich keinen Zweifel. Weißt du, was ich meine? Also immer wenn ich habe Zweifel in meinem Leben, gucke ich, was mein Rebbe hat gemacht und da bin ich sicher, dass es hilft. Bist du sicher, soll Mashiach kommen? Ja. Es geht, aber der Rebbe war sicher. Und so geht es. Darf ich noch? Also beim Kerzenzünden soll man sich für die letzte Woche bedanken. Ist das richtig? Bei den Kerzenzünden, ich kenne nicht, danken ist immer gut, aber... Danken ist immer gut, aber soweit ich weiß, man sagt die Bracha, Baruch ata Adonai, Eloheinu Melech HaOlam, Asher Kiddushanu B'mitzvotah V'tzivanu L'adlik Ner Shel Shabbat Kodesh. Und da bittet man Hashem, okay, ich will dir etwas sagen, danke für deine Frage. Normalerweise beim Gebet muss man zuerst danken. Aber wenn ein Mensch hat gemacht einen guten Tag, zum Beispiel gespendet oder eine Mitzwe gemacht, gleich die Tür ist offen und er kann schon bieten. Normalerweise Danke ist die erste Münze, um die Leitung zu bekommen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch erinnert. In den alten Jahren war so ein Operator in Amerika. Man ruft zum anderen Land und man will Collect Call. Weißt du, was ist Collect? Kannst du noch erinnern an diese Zeiten? Dann erzähle ich euch. Ich bin in Israel. Ich fliege nach Amerika. Ich bin ein Student. Ich habe nicht genug Geld zu telefonieren nach Hause. Ich rufe in Amerika einen Operator von dem Telefon
Und ich gebe das Telefon von meinen Eltern in Israel. Und sie rufen an und sie sagen, hallo, hier ist vom USA, von New York. Shlomo would like to make a phone call. You accept the phone call? Und meine Eltern haben gesagt, no, thank you. Warum? Weil sie haben ein Signal, dass ich lebe. Verstanden? Also das war die Abmachung. So machen jeden. Also, no, thank you. Jetzt. Wenn wir mit Hashem beten am Shabbat, wir machen mit Hashem Collect Call. You accepting my call? No, thank you. Aber er weiß, ich bin da. Es ist nicht Zeit jetzt, wirklich ins Gespräch zu kommen. Es ist kurz. Aber es ist nur ein Signal, Hashem, do you want from me a collect call? No, thank you. Aber es war ein Signal, er lebt und er weiß, dass ich lebe. Das ist ungefähr in meinen Augen Schabbeskerzen. Dass man sich Message von uns zurück zu Hashem, dass wir leben, dass wir sind angekommen an die Woche und noch eine Woche ist vorbei und Shabbat Shalom. So tell them, who is calling? Shlomo. Dann war das schon so ein halber Shabbat Shalom. Weißt du, was ich meine? Also, Sie haben verstanden das Beispiel oder das war zu kompliziert? Super, freut mich. Also das ist nicht die Zeit jetzt zu akzeptieren, die Collect Call am Freitag. Das ist kurz, man sagt die Bracha und das war's. Und Shabbat Shalom Hashem, danke, dass es dich gibt. Danke, dass du mir noch eine Woche in dieser Welt, wie man sagt, überwunden konntest. Jede Woche ist ein Ness. Jede Woche, wo man lebt. Also, meine Lieben, es hat mich sehr, sehr gefreut, euch heute zu sehen. Bleibt alle gesund und stark und achten bitte am Freitag, Kerzen zu zünden. Ich auch? Ja, du auch. Ich auch? Ja, du auch. Wie oft soll ich euch das euch sagen? Und bald wird kommen noch eine. Und wenn eine kommt aus Mongolia und er glaubt an die Zarathustra-Baptisten, soll er auch zünden Schabbeskerzen? Ja. Was soll ich noch sagen? Sagen wir, was soll ich noch sagen, damit sollen alle verstehen? Jeder. Die Mitzwe ist für alle. Auch für Leute in Mongolia. Und auch für Leute in Darmstadt. Jeder. Auch die Leute in Darmstadt. Und in Offenbach. Auch die Leute in Offenbach. Shavua Tov weiter.